So, meine Lieben, und weiter geht's, wo wir gerade aufgehört haben. Diesmal geht es um das Schwesterbier, wo wir gerade davon gesprochen haben. Leider wieder nur 450, 440. Aber wie viele Touren haben wir hier? Naja, ich sag mal 4, noch was. Oh, Moment, was? 6,4. Ich wollte schon sagen 4, noch was. Aber könnt ihr mal sehen, weil ich blind bin. Was hier meine Kamera will jetzt auch nicht. Die ist jetzt mindestens genauso betrunken wie ich. Aber wie ihr sehen könnt, das Ganze sieht schon ein bisschen besser aus von der Farbe her. Hat natürlich genau denselben Geruch wie alle IPAs, dieses Fruchtige. Manche Leute sagen auch dazu irgendwie, das riecht so ein bisschen nach Hundenapf. Also ich glaube, das ist eher so was für Bockbiere. Bockbiere riecht nach Hundenapf, so in meinen Augen. Boah, das ist jetzt echt ein bisschen schwer, ja. Obwohl ich den direkten Vergleich zuvor habe. Also das ist jetzt das erste Mal schwer zu sagen. Also ich glaube, das andere war deutlich besser. Und wenn ich darüber nachdenke, zeige ich euch noch mal ein bisschen was. So wären mal meine Orks geworden. Ich habe immer noch eine ganze Ork-Armee. Ich brauche sie nicht mehr. Also wer Orks haben möchte, hier ist so sinngemäß der einzige bemalte Ork von der ganzen Ork-Armee. Da ist noch ein ganzer Schwung mit drin. Natürlich jetzt schön in Rot, weil ich finde, rote Orks sind immer noch besser als grüne Orks, weil Rot ist schneller. Denkt dran, Rot ist schneller, macht auch mehr Dacker. Nun gut, daneben steht dann direkt er hier. Also ich finde, da habe ich mir jetzt, glaube ich, so noch mit die meiste Mühe gegeben von all meinen Modellen. Erstmal noch einen Schluck. Ja, also wenn das Rülpsen lecker schmeckt, dann ist das Bier wenigstens nicht schlecht. Also das ist nicht so gut wie das andere, was ich euch gerade gezeigt habe. Also Hazy Jane war deutlich besser. Aber könnt ihr mal wieder sehen. Punks sind scheiße, Mary Jane ist gut, Hazy Jane. Alles, was mit Haze ist, ist gut. Lemon Haze, Banana Haze, Haze 4. Können wir den euch nochmal von der Seite zeigen. Das Einzige, weswegen ich das Hobby wirklich nochmal anfangen möchte, ist, weil das an sich schön war. Die Modelle waren schön so, aber erstens ist alles so teuer geworden. Man kann nicht mehr spielen wegen Corona. Alles ist wegen Corona den Bach runtergegangen so, aber wegen Corona ist nicht nur so eine Scheiße den Bach runtergegangen, die meisten Hobbys. Wegen Corona ist auch so ein Kack den Bach runtergegangen wie unsere ganze Gesellschaft, weil tut mir leid, wir leben mittlerweile im Bereich, wo ich sagen muss, das erinnert mich an 1984, George Orwell, dieses Buch, was der gemacht hat, so, weil tut mir leid, das hat unsere Englischlehrerin uns damals mal gegeben gehabt, weil wir das im Englischunterricht lesen sollten. Und das fand ich sehr schön, dass diese Frau das gemacht hat, weil ohne dass sie es wusste, sie hat es doch ernsthaft hingekriegt, eine Generation von Leuten heranzuzüchten, zumindest bei mir. Die sagen, ich vertraue auf jeden Fall dem Staat nicht, weil das, was der Staat uns über die Medien alles so erzählen will, wie die Welt funktioniert, das ist nicht mehr so. So, also was zur Hölle? So viel zum Thema. Wahrheitsgemäße Berichterstattung. Ja, na klar. Wenn du sagen, manche Sachen nicht berichtest, hast du zumindest nicht gelogen. Darum hörst du auch in Anführungsstrichen nichts mehr so wirklich davon, was ist jetzt in Sri Lanka passiert, nachdem da die Regierung gestürzt worden ist. Was ist jetzt gerade in Anführungsstrichen los in Holland, weil da haben die Bauern protestiert bis zum geht nicht mehr. Da hast du hier in unseren Medien meiner Meinung nach ansatzweise so gut wie gar nichts gehört, weil die da gegen irgendwelche Vorschriften demonstriert haben, die komischerweise nur für die Bauern gelten sollten, aber für die Großindustrie, die viel mehr Scheiße in die Umwelt bläst. Oh nö, die sind davon ausgenommen. So, ja, ist klar. Die Leute, die viel Geld haben, die dürfen weitermachen, aber die Leute, die klein sind, die dürfen nichts. Das ist auch so ein Teil von der Welt, der mich ankotzt, in Anführungsstrichen. Da habe ich erstmal einen Schluck.
Genau wie du auch so gut wie nichts davon gehört hast. Dass irgendwo in Kanada schon auch seit einer ganzen Ewigkeit die Leute am Demonstrieren waren, die LKW-Fahrer. Auch irgendwie so, hier hast du davon nicht viel gehört. So, ich bin froh, dass ich teilweise internationale Medien angucke. So, und da empfehle ich euch toll, dass sind jetzt mittlerweile die australischen Medien. Weil die Australier waren mal Verbündete von den Engländern und von den Amis. Mittlerweile hauen die australischen Medien aber solche brachialen Sachen gegen den Joe Biden und so raus. Also ich glaube, das sollten sie mal hier so in Deutschland zeigen, weil ich weiß ja nicht, ob das vielleicht mal interessant wäre für manche Leute. Zwischendurch nochmal immer für alle, die was zocken wollen, weil sie kein Interesse an Bier und sowas haben. Gehen wir nochmal auf mein Game hier zurück. Oh shit. Wie ihr sehen könnt, die Karte ist, wenn ihr nur einfach so als Charakter rauszoomt, auch schon groß genug. Blöpp. Wenn ihr nicht auf diese Karte wechseln wollt. Das Einzige, was ich euch nur vorwarnen muss, dieses Spiel ist sehr kompliziert. Warte mal, was machst du denn? Was war das denn? Hey. Du möchtest auch ins Video, ja, ich weiß. Du möchtest Aufmerksamkeit, ne? Du möchtest auch im Video gezeigt werden. Der Stefan zeigt was und du bist nicht dabei, ne? Ja. Jetzt zeige ich euch mal was. Ja, Gizmo. Du willst ins Video, jetzt kommst du ins Video. Der hat hier so. Der liebt es ja, die Kehle gekrault zu kriegen, aber der hat hier eine Stelle, die ist richtig. Da muss der sich dann. Oh ja, ne? Da juckt das, ne? Das ist schön, ne? Das ist schön, ne? Der drückt sich auch da richtig gegen, so. Ja, das gefällt dir, ne? Ist das die Stelle, die kitzelt? Ja, das ist die Stelle, die kitzelt, ne? Boah. Feinchen, ne? Ja, du bist ein Feini. Ups. Ne, wir wollen ja auch den Hund nicht auslassen. So, das ist ja hier auch ein essentieller Teil der Gruppe. Das ist auch so ein Prepper-Thema, wo ich eigentlich drauf zugehen möchte. So, Hunde sind auf jeden Fall besser als andere Tiere, so, weil erstens, die passen normalerweise euch auf euch auf. Und die geben einfach jeden Moralboost. Selbst wenn das einfach nur so ein Hund ist. Der ist einfach nur da. Der existiert. So, der will nicht viel. Der geht zwei, dreimal am Tag mit mir raus. Dann ist er sogar mehr als zufrieden. Und wenn du den dann so in deiner Gruppe hast, so, du musst doch nicht unbedingt den zum Jagen mitnehmen, ne? Die Tatsache, dass du da bist im Zeltlager, einfach nur jeden bei guter Laune hältst, einfach nur durch deine Existenz, das hebt schon die Chancen, dass alles besser wird. Vertraut mir, Moral ist wichtiger als manche anderen Sachen. Dann könnt ihr schon fast sagen, gilt in diesem Spiel auch, weil ja, dieses Spiel hat sogar ein Moralsystem. Warte, kann ich das mal so aufrufen? Bams. Jetzt habe ich einfach mal aufgerufen, was wir hier für Moral haben. Kann man das einigermaßen gut sehen. Ja, oben zeigt er jetzt an die allgemeine. Ich höre jetzt gerade Musik, mein Charakter hat quasi MP3-Player laufen. Mein Charakter ist insgesamt ein Optimist. Gleichzeitig haben wir auch, weil wir so nett waren, an einem Tisch mit einem Stuhl gegessen. Das hat natürlich auch geholfen, weil glaubt mir, zivilisiert zu sein ist auf jeden Fall immer sehr nett. Das Einzige, weil mein Charakter sich jetzt darüber beschwert ist, ich brauche Feuer. Ja, das liegt daran, weil mein Charakter insgeheim Pyromane ist. Aber wenn ihr ein sehr tiefgreifendes Survival-Spiel haben wollt, CDDA, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Cataclysm, Dark Days Ahead. Es ist nicht nur Zombie-Apokalypse, es hat noch so ein paar andere Kniffe. Also ich sag mal, von der Lore her, damit das schnell beschrieben ist, die Welt ist an sich schon untergegangen. Also das, was auf uns jetzt zukommt in der nächsten Zeit mit vielleicht Nahrungsmittelknappheiten, die Leute können nicht mehr heizen, Energiemangel und andere Probleme. Dazu kommt dann rein zufällig, dass dann der Weltkrieg ausbricht. Das hört sich ja erstmal auch noch nicht so schlimm an, weil hey, damit müssen wir auch rechnen. Weil gerade genau das passiert, denken sich manche Alienrassen so, hey, lass doch mal jetzt gerade einen Krieg führen, die Erde ist im Weg. Das heißt, wir haben jetzt auch noch auf der Erde irgendwelche Aliens, die dann noch mitmischen, weil alles sowieso ins Chaos zerfällt. Und zwischendurch zerbricht auch die Realität, dass irgendwelche Wesen aus anderen Dimensionen herankommen. Also sowas wie ein Beholder, irgend so ein fliegendes Auge mit Tentakeln. Also und deswegen ist das Survival Game sehr interessant, also wenn er Bock drauf hat. Jetzt erstmal trinke ich mein Bier aus. Das war auch, glaube ich, das letzte Video für heute, weil ich habe genug. So, you have a good one.